Und siegreich schreiten wir raus aus dem vierten Palast und können jetzt erstmal wieder ans andere Ende der Karte rennen, denn dort hat sich... Das war nicht, was ich wollte. Dort hat sich durch die Leiter, die wir bekommen haben, durch die Stiefleiter, hat sich ein neuer Herzcontainer für uns zugänglich gemacht, um genau zu sein, sogar der letzte, den wir auf der Oberwelt bekommen können. Mich stört gerade so ein bisschen, dass ich keine Bomben habe. Nicht, dass ich sie bräuchte, aber mich stört es trotzdem so ein bisschen. Und generell jetzt nach Level 4 kommt erstmal... gut, die brauche ich jetzt auch nicht mehr. Eine Oberweltpassage, wo wir ja so ein bisschen in der frischen Luft rumlaufen. Moment, ich schau mal eben, ob ich hier... Oh, perfekt. Perfekt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut läuft. Sehr schön. Immer her damit. Gut, dann wollen wir mal runterrennen. Oder, ja, vielmehr nach rechts ist nicht wirklich runter. Aber unten gibt's auch noch was zu zeigen. Direkt an der Küste Hyrule's. Ich glaube, die erkunden wir jetzt mal so ein bisschen. Gehen wir mal entlang. Hat Link jetzt denn einen Rubin mit aufgehoben? Ich könnte schwören nicht. Apropos Rubin, weil ich sie hier so sehe, da gibt's auch noch was ich sagen wollte. Zum einen, die Textur ist geklaut aus einem anderen Nintendo-Spiel, nämlich Clue Land. Da kam der Rubin auch schon vor. Und war da aber irgendwie ein Goldbarren oder so, wenn ich mich gerade nicht täusche. Und was ich eigentlich sagen wollte ist, dass sie hier orange sind, die Einser-Rubine. Ja, das haben wir schon im Titelbildschirm verraten bekommen. Ich find's nur als jemand, der die späteren Teile kennt, ein bisschen merkwürdig, dass der Einser-Rubin orange ist. Der blaue Rubin, 5 Rubine, das passt wiederum. So, und auf diesem Screen hier gibt's einen Geheimeingang. Und zwar muss ich nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dieses siebte Feld hier müsste ein Geheimgang sein, ja. Let's play Moneymaking Game. Will ich das tun? Ehrlich gesagt nicht, nein. Aber hier ist ein Moneymaking Game, falls ihr das braucht. So, und das Lustige ist, es gibt genau... Oh, nochmal Bomben, sehr schön. Es gibt genau das gleiche nochmal. Also, genau nochmal einen Geheimeingang. Ein Screen weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und da sollte man eigentlich nicht reingehen, denn das ist nicht so ein gutes Geschäft. Da muss man blechen. Ich glaube, 20 Rubine waren es jetzt. Übrigens, der große Schild, auch das habe ich vergessen zu erwähnen beim Kaufen, was der eigentlich alles kann. Er kann zum einen diese nervigen Bälle von diesen Zoras, die eigentlich Zola heißen, laut Anleitung, was halt damit zusammenhängt, dass das R und das L im Japanischen relativ ähnlich klingen. Oder vielmehr, dass es eigentlich der gleiche Buchstabe ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, die kann dieser Schild abwehren und auch die Laser in den Dungeons kann er abwehren. Gut, was gibt's hier? Bomben für 20 Rubine brauche ich tatsächlich gerade nicht unbedingt. Pfeile für 80 und ein großes Schild für 130. Eigentlich alles nichts, was wir brauchen. Und hier ist das Herzteil, weswegen ich... Der Herzcontainer meine ich natürlich, wegen dem ich hier hintergekommen bin. Der letzte, den man auf der Oberwelt finden kann. Und tatsächlich gibt es einen Bug mit ihm in der japanischen 1.0-Version. Und zwar kann man dort mit einem Item, das oder mit dem Item, was wir jetzt in Dungeon 5 bekommen, kann man sich hier auch nach rechts begeben und den aufsammeln. Und das Ganze kann man irgendwie mehrfach machen. Ich weiß jetzt nicht, wie oft. Man kann aber trotzdem nur maximal 2 Herzreihen voll haben, also 16 Herzen. Hier gibt's auch das gleiche nochmal. Nochmal so ein paar Holzstelzen, wo man ins Wasser kann. Und ja, hier waren wir schon, da geht's hoch zu der Insel. Und ich würde sagen, ich gehe auf die gleiche Art und Weise wieder zurück. Wir safe warpen uns. Einmal hep. Safe. Und wir sind wieder am Anfang, wo ich euch noch etwas anderes zeigen kann. Denn wir werden in naher Zukunft
ein bisschen Geld brauchen und ich habe euch ja versprochen mit dem Money-Making-Game. Da gibt es einen Trick, wie man sehr viel Geld damit verdienen kann. Und den würde ich euch jetzt gerne mal zeigen. Ich glaube, hier war's. Ja, hier ist der Eingang fürs Money-Making-Game. Und wie kann man jetzt mit diesem Money-Making-Game Geld verdienen? Nun, es ist direkt ein Feld links neben dem Start. Und man kann das Spiel resetten. Und man kann speichern, ohne zu sterben. Das ist alles, was man wissen muss. Wir werden jetzt hier einmal, keine Ahnung, die Mitte nehmen. Machen ordentlich miese. Und resetten deswegen erstmal das Spiel. Und tada, wir haben wieder die 82 Rubine. Und haben keinen Verlust gemacht. Gut, jetzt in diesem Fall muss ich den Eingang nochmal freisprengen. Das muss man dann nach dem ersten Mal, wo man Gewinn gemacht hat, natürlich nicht mehr machen. Aber ja, so kann man hier reingehen, wenn man Gewinn macht, speichern. Wenn man keinen Gewinn macht, neu laden. Und so sollte man relativ schnell, haha, das Maximum an Rubinen erreichen. Gut. Ich werde das jetzt mal machen, bis wir 255 Rubine haben und wir sehen uns dann wieder. Und da hätten wir die maximale Anzahl an Rubinen. Und jetzt würde ich sagen, genug gesavescammt. Wir gehen hier raus und besiegen noch die restlichen paar Tech-Tiles, an denen mir übrigens was aufgefallen ist. Und zwar, diese Tech-Tiles hier werden gespeichert. Also nicht nur diese, sondern jedes Mal, wenn man einen Gegner auf einem Feld nicht komplett ausrottet, dann merkt sich das das Spiel. Ich habe das mal irgendwo gelesen, aber jetzt weiß ich auch, was damit gemeint ist. Mir ist das aufgefallen, als ich nur noch einen hier übrig gelassen hatte, gespeichert habe, neu geladen habe, sogar nach Reset der Konsole, ist hier wieder nur ein einziger gewesen. Ach ja, und zu den Rubinen kann ich noch was sagen, und zwar, die wurden so ein bisschen fälschlicherweise übersetzt. Achso, das Feld hier zeige ich euch übrigens nur, um es mal gezeigt zu haben. Die Rubine wurden so ein bisschen falsch übersetzt. Und zwar sollten sie eigentlich nicht Rubies heißen. Also, eigentlich sollten sie Rupee heißen. Mit harten P und 2 E. Und wurden aber irgendwie als Rubine übersetzt ins Englische und dann wahrscheinlich auch ins Deutsche. Aber Miyamoto fand einfach nur, dass Rupee süß klingt und deswegen hat er die Rupee genannt. Und das hat auch nichts mit der indischen Währung, mit der gleichnamigen zu tun, sondern einfach nur, weil er das fand, dass das süß klingt. So, hier haben wir Meet the Old Man at the Grave, einen Hinweis, den ich euch einfach nur zeige, weil wir ihn in sehr naher Zukunft befolgen werden. Und zwar begeben wir uns jetzt hier gen Westen in die sogenannten Urwelt. Da seht ihr, hier ist nur ein Octorok, ein roter gewesen. Und wir haben vorhin doch den einen blauen da besiegt. Aber nicht den roten. Also das Spiel merkt sich das. Das finde ich irgendwie ein bisschen mindblowing gerade. Weil ich das nicht erwartet hätte von einem Spiel aus diesem, aus der Zeit damals. Gut, jetzt muss ich nur diese Urwälder finden, wie sie ins Deutsche übersetzt wurden. Ja, sie heißen im Englischen Lost Woods. Sie sind eine Konstante in der Serie, tauchen in einigen anderen Teilen auf. Mir fällt gerade ein, ich sollte vielleicht noch zur Fee gehen. Denn das Gebiet, in das wir gehen werden, das hat einige stärkere Gegner. Da ist es doch ratsam, ein bisschen mehr Rüstung zu haben. Nicht Rüstung, ein bisschen mehr Leben. Einfach nur. So. Nach unten. Den Moblin habe ich erfolgreich nicht getroffen. Heißen übrigens auch Moblin im Englischen. Kommt irgendwie, also im Japanischen hießen sie Moblin oder so. Ja, und das sind die verlorenen Wälder. Egal in welche Richtung man geht, mit Ausnahme von rechts, sehen sie immer gleich aus. Und, oh Gott, ich muss da unten lang. Gut. Denn für die gibt's natürlich einen Hinweis. Ja gut, so natürlich ist es nicht, aber für die gibt's einen Hinweis und den werden wir uns mal eben besorgen. Gut, der befindet sich hier unten. Das Herz habe ich jetzt einfach mal gekonnt nicht mitgenommen wieder.
Und hier in dieser Höhle kriegt man den Hinweis, wie man durch die verlorenen Wälder kommt. Wenn man dieser Frau gut genug zahlen kann, und deswegen habe ich auch Geld gefarmt. Wir sind mal ein bisschen geizig und geben nur 10 aus. Das ist nicht genug, um zu reden. Grrr. Okay. Wir geben 30 aus. Ich werde nicht gleich 50 ausgeben. Nein. Go north, west, south, west to the forest of maize. Okay, da haben wir es. Wir sollen hoch, links, runter, links gehen. Ich merke es mir ehrlich gesagt nicht. Meistens mache ich es einfach so, dass ich nach links laufe und immer abwechselnd nach oben, nach unten. Und irgendwann hat man die richtige Kombination. Was passiert, wenn man ihr 50 zahlt? Gibt sie einem dann auch den Hinweis? Junge, bist du reich. Danke. Du Arsch. Du sollst mir nicht sagen, dass ich reich bin. Du sollst mir Hinweise geben. Ja, die Entwickler hatten Spaß. Ich glaube, das merkt man an solchen Details ganz gut. Und ein bisschen Geld können wir uns aber direkt zurückholen, denn ich glaube, hier war's. Verdammt, hier war's. Ja, gibt's eine geheime Höhle, wo man 30 Rubine findet. Tada! Perfekt. Gut, dann wollen wir mal, ich hab's ehrlich gesagt schon wieder vergessen, was war's? North? West? South? Lass mich durch. West? Im Idealfall... Ja, das war's. Kommen wir jetzt hier hin und ja, wir sehen schon blaue Leunen, das ist, und rote Leunen. Interessanterweise die schwächere Variante, die wir hier jetzt erst sehen. Sind in dieser Gegend sehr präsent, das heißt, hier will man eher nicht so sein. Und nun befinden wir uns auf einem Friedhof. Ja, ich zeige ihn euch mal komplett. Ich glaube, das Einzige, was es gibt, ist eben dieser Old Man at the Grave, von dem uns vorhin erzählt wurde. Und jetzt weiß ich leider nicht genau, welches Grave. Eines dieser hier. Ich verlasse lieber nochmal den Bildschirm. Das hier, das hier, das hier. Ah, das hier. Okay. Der Witz an diesem Schwert, was wir hier bekommen, ist, es ist das Magical Sword übrigens, ist, dass man 12 Herzcontainer haben muss, um es aufheben zu können. Davor kann man es nicht nehmen. Man kann hier rein, er zeigt einem das Schwert, aber man kann es nicht aufnehmen. Master using it and you can have these. Her damit. Es macht nochmal doppelten Schaden. Das heißt, im Vergleich zum Anfang machen wir jetzt vierfachen Schaden. Und ich würde dieses Schwert sehr empfehlen, bevor man in den fünften Palast geht. Denn der ist ja nicht unbedingt einfach. Damit können wir jetzt diese Leunen hier one-hitten. Die blauen Leunen wahrscheinlich two-hitten, aber ich möchte jetzt nicht in das Getümmel da rein. So, ich glaube, da oben ging es zum sechsten Palast, da wollen wir aber nicht hin. Wir wollen hier hin zum fünften Palast. Und ich glaube, auf diesem Screen hier gibt es auch was. Und zwar diese ganz rechte obere Amos-Statue müsste es sein. Wenn man schubst, hinterlässt sie einem oder gibt frei das Power Bracelet. Mit dem können wir jetzt gewisse Felsen in der Oberwelt verschieben. Ich weiß gerade nicht, welche genau. Was gibt's hier? Ah, ein Laden. Soll ich? Soll ich nicht? Nee, ich kaufe keine Bomben. Wofür sollte man schon Bomben brauchen? Ja, mit diesem Power Bracelet können wir gewisse Dinge verschieben. Ist jetzt erstmal nicht relevant. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich das in meinem ersten Playthrough gesammelt habe. Es könnte etwas sein, das ich tatsächlich vergessen habe.